So, da sind wir wieder bei einer weiteren Folge Resident Evil 4. Beim letzten Mal haben wir gegen einen großen Fisch auf dem See gekämpft, um diesen zu überqueren und dort einen Schlüssel zu finden, um in die Kirche des Dorfes rein zu können, weil dort scheint Baby Eagle gefangen zu sein und wir brauchen diesen Schlüssel. Und jetzt, da der Fisch weg ist, können wir den See überqueren, falls wir wieder aufwachen. Wir sind, glaube ich, ohnmächtig geworden beim letzten Mal. Stimmt. Wir sind so ein bisschen zusammengebrochen. Ja, finden wir raus, was abgeht. Spielstand laden. Leon hustet viel Blut und verliert daraufhin unvermittelt das Bewusstsein. Irgendetwas ist in seinem Körper. Etwas, was ihn von innen zerfrisst. Opferlamm, du wirst den heiligen Leib empfangen. Es beginnt jetzt. Schon bald wirst du unserem Bund beitreten. Auf ewig. Meinen heiligen Segen. Okay, schöner Traum. Direkt erstmal geschockt aufgewacht und... Condor One an Basis. Bitte komm. Condor One? Du warst 3 Stunden nicht zu erreichen. Alles okay? Ja, mir geht's gut. Kommt nicht wieder vor. Und die Kirche? Bin noch auf der Suche nach dem passenden Schlüssel. Verstanden. Pass auf dich auf. Ende. Gewonnen. Kapitel 4. Fisch besiegt. Da ist ja noch einer. Den muss ich nicht besiegen. Ja, wir haben beim letzten Mal auch viele Waffen-Upgrades geholt, die wir nicht bei dem Boss einsetzen konnten, weil der Boss irgendwie auf einem Floß war und wir haben Speere auf den geworfen. Aber heute geht's auf die Schlachtbank? Folterbank? Jo, was geht denn hier ab? Soll ich mich hinlegen oder was? Ah, hier haben die den Kopf von dem Polizisten abgehackt, den sie ins Meer geworfen haben. Warum haben die ihm seinen Kopf abgehackt? War der nicht schon tot? Warum mussten die den überhaupt hier festbinden, um seinen Kopf abzuhacken? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht finden wir noch mehr. Wer bist du? Warum hast du einen eigenen Altar? Steht hier auch nicht. Okay. Ich bin bereit. Düster. Taschenlampe nachts im Wald. Okay. Wir machen erstmal dieses Fass kaputt. Und schauen einmal kurz auf die Karte. Wir sind... Oh, guck mal, wir haben echt viel auf der Karte hier aufgedeckt, wo es so lang geht und so. Im See gibt es noch 2 Schätze, da ist noch ein Schatz. Ja, da können wir bestimmt überall später hin. Da können wir reinfahren noch mit dem Boot und da sind noch Schätze. Ja. Ich denke, das alles am See können wir dann vielleicht heute erkunden. Ich denke, es wird Bootzeit. Da ist ein Boot. Das ist unser Boot. Nee, da sind wir. Ja, das ist ein neues Boot. Okay. Wir haben hier 3 Wege. Wenn ich mich ganz rechts halte, komme ich in irgendeinen abgeschlossenen Bereich. Und ich höre irgendwelche Kultgebete. Abrisa. Okay, die sind nicht hier erreichbar. Ja, vielleicht, wenn ich hier einmal außen rum gegangen bin. Vielleicht sind die echt einfach da. Es klingt eher, als wären die oben. Okay, sonst lag hier nichts mehr rum. Aber wer singt da? Hallo? Ich schleiche mich mal an. Oh no. Hallo. Das ist ein... ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll, aber die sind super kacke, weil die hauen immer um sich. Tun weh. Aua.
Aua. Und sind sehr ätzend, von sich wegzukriegen. Danke. Erstmal das benutzen und unser maximales Leben steigern. Wichtig. Die Sache ist die, die können aus allen Gegnern rauskommen. Na komm, 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 komm. Und das ist ein richtiger schöner Munifresser. Eigentlich sollte ich die Sniper für die hernehmen. Weil die Jungs fressen sonst richtig meine Pistolenmuni. Was zum Teufel? So, und die tauchen ab jetzt auf. Genau. Und jetzt kann ich auch nochmal auf mein Resident Evil Wissen zurückgreifen, was ich vor ein, zwei Folgen erwähnt habe. Ich glaube, letzte Folge. Warum ich wusste, dass die Blendgranate die mit dem gebrochenen Genick töten wird. Weil Blendgranaten zerstören das, was bei denen aus dem Hals da raushängt. Das wusste ich noch von Resident Evil 4. Damals, von der Wii-Version. Und deswegen habe ich gehofft, dass wenn die, wo das Genick abbricht und die leben weiter, dass das dasselbe macht. Und? Ja, gut. Karte sagt nichts Neues? Nee. Okay, aber dafür haben die hier gebetet, scheinbar, damit der Wurm aus denen rauskommt. Okay, wenn ich ein bisschen ziele, sehe ich auch eine Höhle, Leon. Warst du noch nie in der Höhle drin, oder was? Eine Art Kultstätte. Wird er angebetet? Wieder dieses Siegel mit den Händen, das haben wir schon mal irgendwo gesehen. Da opfert jemand einen Kopf. Und da drüben auch. Irgendwelche Opfergaben. Ah, das ist doch das, was wir für die Kirche brauchen. Yo. Hier wurden sehr viele geopfert. Nimm es mal mit, ne? Das Symbol von der Kirche. Genau, sag ich doch. Achso, ich dachte, ich nehme die Platte mit. Ist das der Schlüssel? Wird er festgehalten? Ich glaube. Die Hände wollen zwei Sachen haben. Und hier sagt es, es will Köpfe. Also brauchen wir zwei Köpfe? Frische? Der eine Polizist hat seinen Kopf verloren. Ach, deswegen haben sie den Kopf abgehakt. Ah, wir brauchen den Kopf von dem Polizisten. Oder wir nehmen den da. Das ist der See. Ja. Das sind die Köpfe eingezeichnet. Oben rechts und unten. Ja, hat Markierung gemacht. Genau. Da ist ein Kopf und da ist ein Kopf. Und die brauchen wir. Ich weiß nicht, wie, ob das mit den Wandmalereien da so top aktuell ist, aber wenn wir die beiden haben und einsetzen, dann kriegen wir das Siegel. Okay. Dann ist das unsere Aufgabe heute. Das kriegen wir doch hin. Erstmal brauche ich ein Boot. Und kein Gegner? Aber eine Quest! Jo! Bringen wir bitte jemand ein seltenes, goldenes Hühnerei. Was ich damit vorhabe, sagen wir mal so. Manche Dinge will man lieber nicht wissen. Drei Spinels. Okay. Ja, Hühner legen Eier ab und zu und manchmal ganz selten ist eins halt gülden. Golden. Das will der haben. Okay. Kriegen wir hin. Alter Wegschreinschlüssel. Jetzt können wir endlich diese ganzen Wegschreine öffnen, die wir gesehen haben. Okay, das wird cool. Jetzt haben wir hier ein Boot. Wir gehen jetzt schon unser Bootsabenteuer. Ja, da kommen wir nicht rein. Und da können wir nur zu dem Händler rüberfahren. Aber wir haben eine verschlossene Schublade dort und da ist ein Steinsockel. Stimmt, da fehlte noch eine Steinscheibe. Ich erinnere mich. Wir haben einen Schlüssel für so eine verschlossene Kiste. Okay. Ja, aber verschlossene Schätze haben wir allgemein. Glaube ich, zwei, drei. Ich würde sogar verrückterweise sagen, ich fahre erstmal nach da oben. Obwohl, nee, machen wir einfach, wie ich spielen möchte. Machen wir erstmal den Ort, der näher ist und so. Da haben wir keine Diva. Oh, das Boot fährt richtig schnell. Und Wurfspeere habe ich auch immer. Cool. Und man kann nur vorwärts und rückwärts fahren. Okay. Da ist der Händler erstmal. Müssen wir wegen irgendwas zum Händler? Nee, aber ich will das Boot überfahren. Das Fass überfahren. Geld. Cool. Ja, Bootsteuerung habe ich raus. Nur sehr laut. Für euch natürlich nicht, weil ich aufpasse, aber
Ja. Da kann ich auch ganz hinterfahren. Kennen wir den Ort? Das ist da, wo wir das Zeug runtergeschossen haben. Dann hole ich da meine Schätze, die ich runtergeballert habe. Die habe ich mir ja verdient. Guck, da ist noch ein Tunnel. Oh, und der führt dann nochmal zurück. Blub, blub, blub. Halten wir erstmal hier einmal an. Hallo. Ach, da ist sogar so ein Shrine. Wo ist das, was ich runtergeschossen habe? Ah, da oben. Leon? Ganz ruhig. Ganz ruhig. Keine Angst. Ich bin da. Ich passe auf dich auf. Ein Alexandrit. Okay. Eine weitere Farbe. Wie viele Farben haben wir jetzt für Edelsteine? 4 Stück schon. Wenn wir noch einen gelben haben, den wir einsetzen können und dann das passende Objekt, dann werden wir richtig reich. So, alter Wegschreitschlüssel benutzen. Funktioniert? Ist eine Art Puzzle oder... Das ist ein Armreif. Sah sehr aus, als hätte er sehr... 2 Lücken hat der. Ah ja, man könnte jetzt theoretisch zweimal grün einsetzen, wenn ich ganz verrückt wäre. Weil der 2 Vierecke hat und dann würde ich da ein bisschen mehr Geld kriegen. Die grünen sind ja jeweils 4000 wert. Wie viel ist der wert? Sieht man gar nicht hier in dem Menü. Hier sieht man, 6000 ist der wert. Okay, der Alexandrit ist sogar noch mehr wert. Ja, theoretisch lohnt es sich dann einfach, die Schätze so lange wie möglich aufzuheben. Damals in Resident Evil war das mit den Schätzen so gelöst. Man konnte die auch so zusammenbasteln. Aber es war ein bisschen mehr geheim und nicht so ein Kombo-System, sondern es gab wirklich die bestimmten Sachen, die man finden musste. Zumindest ist es so in meiner Erinnerung. Und wenn man die dann hatte, dann, ja, richtig viel Dick Money gemacht, wenn man da was zusammengebaut hatte. Ist der Preis davon massiv hochgegangen. Dass man das jetzt so selber zusammenpuzzeln darf und sich überlegen muss, wann man welchen Stein benutzt, ist eigentlich aber auch cool. Sei nichts gegen. Au. Machen wir erstmal den Einsteck, den ich ausgelassen habe. Und hier. Genau. Ich höre direkt irgendwelche rumschreien und reden. Ja, jetzt können wir ja schön flott hier einfach durch. Weg mit der Fackel. Ja, schrei mich nur an. Ist ruhig. Ich muss erstmal hier ein bisschen looten noch. Ich wette, der steht schon wieder gleich in mir. Nee. Ihn sogar. Echt jetzt? Ein Sniperschuss. Geil. Das spart mir echt Muni. Ich habe irgendwie erwartet, dass das rauskommt, weil die setzt mir nicht mehr so einen Dorfbewohner alleine vor. Der hat seinen Buddy erwischt. Noch wer? Ich muss übrigens auch mal testen. Die Hunde? So. Bei Resident Evil 4 damals gab es für die Pistole irgendwann ein Volltreffer-Upgrade, was bei jedem Headshot mehr die Chance erhöht hat, dass die Gegnerköpfe einfach direkt platzen, was halt super stark ist. Ich glaube, das hat man aber erst bekommen, nachdem man alle Upgrades gekauft hat. Also es kann sein, dass wir einfach mal Full-Pistole gehen und mal ausprobieren, ob das wirklich so ist. Verbrennst? Bleibst auch tot? Cool. Ganz schön viel, wie die aushalten. Apropos, viel aushalten. Wir können ja wieder mal unsere Bola-Gun hier nehmen. Unsere Muni-Spar-Gun. Ach, guck mal, hier können wir die Abkürzung öffnen. Ist der erste von da hinten hergeworfen? Yo. Was ein Weitwurf, der Junge. Kurz Angst, dass du mich trifft. Hey! Kommt da auch wieder einer? Nein. Okay.
Du bist echt ungünstig in dein eigenes Feuer gelaufen. Okay. Oh mein Gott. Die waren damals so viel seltener. Die waren nicht in jedem Gegner drin. Und scheinbar schieße ich manchmal durch, weil ich nicht bei jedem den Insta-Kill bekomme. Ah, du bist doch da. Ich halte ihn einfach sein Dynamit in der Hand. Ja. Zweimal anschießen geht auch. So, erstmal hier unten ein bisschen die Klippen fertig erkunden. Ist hier irgendwas zum ins Wasser schießen oder so? Nee. Wird mir ja alles auf der Karte markiert. Ich sollte, bin dafür, dass ich gratis meine Schätze finde. Ja, ich finde das Erkunden irgendwo halt auch cool. Oh, das hätte ich bestimmt runterschießen können. Ja, und noch kann ich es ja runterschießen, je nachdem, was die Situation hier bieten und bringen werden. Das ist ein sehr merkwürdiges Telefon. Das, dann das, dann das. Nein, ich meine das, dann den Bogen natürlich. Okay, es sind 3 Symbole, Passwort. Wo ist das Buch, was mir wieder erklärt, was ich machen muss? Nirgends scheinbar. Okay. Ach, warte. Da ist eins. Das und das. Okay. Das, was nach oben. Die beiden sind da hier neben mir. Ja. Da ist was gelb an die Wand gemalt. Wir kennen es nicht genau. Irgend so eine Klammer. Okay, und wo ist noch gelbes Wandgraffiti? Bestimmt ist hier irgendwo nochmal gelb. Schatz. Und die Fische. Fische, Atommüll, was auch immer das andere Symbol ist. So. Das da, das ist das Zeichen. Was wir, glaube ich, das ist ein bisschen schwer, ich muss. Ah, Mausrad geht auch. Okay. Das sind die Fische und das Symbol. Hallo. Hast du einen Kopf für mich? Kopf des Abtrünnigen. Da kommt sogar Blut raus. Ja, das ist wie beim Intro. Da wurde doch auch eine Frau geköpft und es ist Blut über so ein Logo geflossen. Ich erinnere mich. Was auch immer dieser ganze Kultismus mit dem Zeug hier zu tun hat. Party ist da! Kann man es euch irgendwie ansehen? Du hast sehr rote Augen. Heißt das, du bist garantiert so ein Flattermann? Langsam habe ich genug. Warum? Oh ne, der bleibt hier sogar liegen. Hier noch eine Flasche rausgeholt hat, während er brennt. Kleiner Spoiler, das funktioniert nicht, während du brennst. Habe ich meine 6 Schüsse wieder bekommen? Ja. Einmal ein Kick. Noch weiter. Mit noch mehr Bola. Ich hab seinen Arm abgebrochen. Okay, ich hab den Jungen so hart geparried, dass seine Arme abgefallen sind. Du kriegst Bola-Action. Ich hätte nicht gedacht, dass der so aggressiv weit wirft. Durch seinen Buddy durch. Oh mein Gott. Nee, hier in dem Messer, komm. Da habe ich lieber kein Küchenmesser mehr. Crazy. Jo, wir haben alle unsere Bolzen wieder. Sehr schön.
Schön gespart haben wir. Ich weiß halt nicht, ob es bringt, Munition zu sparen, weil das Spiel ist halt so aufgebaut, dass man Munition findet, wenn man sie verbraucht. Also das habe ich davon. Also ich glaube, man kann schon ein bisschen mehr haben auf jeden Fall, wenn ich nie meine Pistole nutzen würde oder sowas. Ich weiß nicht, ob das jetzt so viel ist, dass das sich lohnt. Wo zur Hölle bin ich? Das suche ich, genau. Okay, hinter mir. Da ist es. Zack. Und ist sogar noch was. Und ein gelbes Kraut. Die Ecke war sehr wichtig. Die beiden kombinieren. So. Können zweimal Sniper-Muni herstellen. Ja, machen wir mal. Plopp. 13 Schuss. Und Weiterfahrt. So, wir fahren durch diesen Tunnel hier durch. Einfach, weil es mich interessiert, was da drin ist. Und vielleicht sind ja Fässer mit Geld. Ja. Ein paar Moneten liegen hier auf jeden Fall drin rum. Dafür lohnt sich schon dieser Tunnel. Es ist aber nicht so, dass es hier eine geheime Anlegestelle gerade gab, oder? Das sind nur Steine. Okay. Dann weiter. Pau, pau, pau. Schön viel Geld. So, in der Mitte des Sees. Hier gibt es, glaube ich, noch zwei Schätze. Kann man hier irgendwie anhalten, oder? Ich glaube, da stand gerade anhalten. Ja, man kann hier aufs Boot. Weißt du, für einen dieser Edelsteine, aber diese Schatzkarte, die mir alles sagt. Noch ein Alexandrit. Richtig Cash. Oh, ich könnte ein zweimal lila Amulett machen. Das wäre richtig schön viel Geld. Hier ist noch ein Schatz drauf. Halt. Ich glaube, da auf der Vorderseite ist eine, das da ist eine Kiste. Ach, hier durch. Ah. Arr. Bitte was? Eine neue... Eine leistungsstarke Pistole, die rot eingeprägte große 9 auf dem Griff soll verhindern, dass sie mit falscher Munition geladen wird. Untersuchen. Die hat eine richtig hohe Angriffskraft. Und die hat die Schulterstütze. Nachlade, Präzision, okay. Die sieht halt aus wie einfach eine bessere Pistole in gewisser Weise. Aber ich glaube immer noch, dass wenn man die upgradet, dass die ein ultra krasses Perk kriegt. Wir bleiben bei unserem Boy. Die hat 1,6 und die hat 1,5 am Anfang schon. Die wird so viel stärker sein, aber egal. Ich glaube auf meinen Headshot-Bonus. Der existiert. Ich habe mir den nicht eingebildet. Kann halt sein, dass er in dem Teil nicht mehr da ist. Aber ja. Ein paar Kommentare meinten übrigens auch noch, dass ich gerne immer erwähnen darf, wenn ich weiß, dass was anders ist und so. Aber das mache ich sowieso. Also das war nie der Plan, dass ich das nicht mache. Wir halten mal kurz hier bei dieser Mittelinsel. Was ist das hier? Nee, das ist der Bootschuppen. Hier, da muss es ungefähr sein. Ja, das da wird sein, ja. Jo, was da denn für ein riesen Lachs gelöppt? Die Chickeninsel! Okay, also wenn ich ein goldenes Ei brauche, dann hier. Nur die Frage, ob ich alle Hühnereier mitnehme oder... Goldenes Hühnerei! Aha! Dann kann ich auch alle einfach mitnehmen und verkaufen gleich. Kann ich hier theoretisch einfach unendlich die Hühner rumscheuchen, bis ich Infinite Hühnereier-Geld habe? Money Farm in Resident Evil 4 Remake? Da ist nochmal ein Ei. Kann ich den großen Fisch da eigentlich abschießen und jetzt aufsammeln mit meinem Boot? Das wäre eine Idee wert. Der wird halt nie im Leben ins Inventar passen. Da ist er auf jeden Fall. Forellenbarsch L. Ja, irgendwie ist mein Inventar voll. Kann ich den... Warte mal. Forellenbarsch. Ach, es geht von seiner Größe. Den kriege ich noch rein. Moment. Ich mache hier kurz ein bisschen Tetris und dann ist der drin. Dann läuft der. Wir könnten das hier benutzen. Für mehr maximale Gesundheit.
Aber ich habe keine Heilung mehr gerade dabei. Also eigentlich sollte ich es nicht benutzen. Ich könnte das hier wegcraften, das Küchenmesser, nochmal 4 Bolzen machen. Eigentlich mag ich mein Küchenmesser, aber tschüss. So, jetzt habe ich genug Platz. Perfekt. Dann gehen wir mal kurz zum Händler, doch. Bisschen verfrüht. So. Ich habe neue Ware auf Lager. Komm, wirf einen Blick drauf. Willkommen. Okay, du hast eine Ware im Angebot. Oh mein Gott. 160.000 Raketenwerfer. Das ist, was ich derzeit habe. Minenaufsätze kann ich auch herstellen. Aus Rohstoffen und Schießpulver. Ich habe noch kein Schießpulver, aber krass. Wie macht man Blendgranaten aus Rohstoffen und Schießpulver? Auch gar nicht drauf geachtet. So, tunen kann man natürlich auch noch weiter alles. Eine gut eingestellte Waffe. Und er verkauft neue Sachen. Kräuter sind eine feine Sache. Ich kaufe zum Beispiel nochmal eine elegante Maske, dann kann ich die auch nochmal sockeln und verkaufen. Ja, machen wir uns erstmal das hier. Das ist ja Geld. So. Ja, oh mein Gott, der redet so viel. Ich werde es jedes Mal sagen, aber meine Güte, ich bin da eine Sekunde und habe 400 verschiedene Sätze gehört. Wir tun die 2 lila Steine da reinsetzen. Ja. Klar, irgendwann brauche ich jede Farbe, aber ich glaube nicht am Anfang vom Spiel. So. Und der ist jetzt 20.000 wert, der Reif. Der ist insane. Jetzt haben wir den hier. Und am meisten Wert bringt 3-mal dieselbe Farbe. Also kann ich auch 3-mal den blauen da einfach reinballern. Zack, der Trio-Bonus. Und dann ist die auch 20.000 wert. Das ist halt richtig Cash, die beiden Sachen. Meine Farben sind dafür auch ein bisschen weg, natürlich. Aber vielleicht ist das auch der Bait, dass ich jetzt die verkaufe, die Edelsteine, und nie wieder finde die Farben. Oh, wir müssen erstmal das goldene Hühner. 9.000? Ich gehe gleich nochmal zu den Hühnern. Das wollte ich sehen. Dann haben wir 4 Seidenkristalle, die können erstmal weg. Ein hervorragender Deal. Die Red 9 kriegt er auch, weil ich die erstmal nicht spiele. Die kann ich aber eben später wieder. Ich kann die auch ins Lager legen. Aber warte, ich kann die auch bei ihm kaufen irgendwann. Hier, bitteschön. Der Forellenbarsch bringt auch 1.000. Die Eier bringen schön viel. Alles rein. Ein hervorragender Deal. So, Quest ist auch fertig, krieg ich nochmal 3 Spinel. Ich hab nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Das Ultra-Sniper-Visier? Unsere Ware herhaben? Den schwarzen Aktenkoffer will ich gar nicht. Ich will gar nicht Rohstoffe mehr haben. Tatsächlich, mag mehr Pistolenmunition, ist eigentlich super cool, weil ich die Pistole halt echt gerne spiele. Punisher brauche ich jetzt auch nicht gerade. Einen gelben Diamanten kann man theoretisch halt zum Einsetzen brauchen. Das Kraut kann man auch gebrauchen. Ja, aber es kommt ja wahrscheinlich öfter, die Sachen. Gehen wir mal bei Tune und schauen wir mal, was wir aus unserer Pistole rausholen können mit dem Geld. Hier, Nachladegeschwindigkeit voll. Das 2-mal. Vielleicht hätte ich hier speichern sollen. Ich speichere mal jetzt mit den 21.000. Ich hätte sowas von speichern sollen. Das war nämlich so viel Geld, was ich jetzt gerade hier ausgebe. Egal. Wir wollen ja nicht... Weißt du, wenn ich es ausgegeben habe, ist ausgegeben. Spielen wir mit dem Gedanken. Zack und zack. Okay, ich sehe hier kein Spezial-Upgrade, leider. Aber wir haben eine perfekt upgradete Pistole. Was irgendwie merkwürdig ist, weil die in dem unten in der Arcade, die hatte 18 Schuss im Magazin. Wenn du auch nur den Hauch einer, also kommen später nochmal mehr Upgrades, maybe. Solltest du übers Tune nachdenken. Vielleicht kommt dann noch das. Also, ich gebe mal die Hoffnung nicht auf. Der Sniper bin ich glücklich mit. Bolzenwerfer könnte ich theoretisch den Schaden upgraden. Ja, wir haben halt nochmal 40.000 Geld. Die ich aber noch rumliegen lasse. Weil gerade bin ich nicht so, yo, ich brauche unbedingt das und das. Edelsteine entfernen? Kann ich einfach alle rausziehen? Ja. Okay. Dann hebe ich es mir auf. Wir spielen smart und so, dass wir noch mehr Geld später kriegen. So, jetzt wo die Red weg, wo die eine weg ist, haben wir auf jeden Fall wieder mehr Platz im Inventar. Das ist schön. Wir werfen alle schön nach links. Hat er ja eigentlich irgendeinen Sale gehabt? Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Ah, die Minenaufsätze sind gerade günstiger. Du wirst deine, ja, das kriege ich noch. Die kriege ich noch gekauft. Das wird hier einfach. Ich kaufe fast. Hier eine Granate. Eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Gib die Minenrezepte her. Danke. Viel kommen jederzeit wieder. Wenn das gerade günstiger ist, dann nehmen wir das natürlich mit.
Und wir haben ja auch diese lustige Bola-Gun. Mit sehr viel Munition jetzt, weil ich das eine verkraften musste. So, 15 Schuss in der Pistole. Verdammt, der hatte auch noch eine verschlossene Schublade. Und einen Wegschrein hat er auch noch. Da müssen wir ja eh nochmal lang bei ihm hier. Da müssen wir am Ende aus dem Gebiet rausgehen. Ich würde sagen, wir machen da oben alles jetzt auf, bei der Siedlung am See. Die Schublade können wir öffnen, den Wegschrank können wir öffnen und den Schatz können wir öffnen. Dann müssen wir nie wieder in diese Ecke da rein. Wo ist hier ein Steg zum Anlegen? Ach, da. So, hier war unser Kumpel ja mal gefesselt. Hier leben Dudes. Ich weiß nicht, warum ihr hier lebt. Aber wahrscheinlich, um den Loot zu verteidigen. Wir gehen erstmal hier einmal rein. Gucken nochmal auf unsere Karte. Da ist direkt vor mir die Schublade. Okay. Schlüssel benutzen. So, was hier drin? Goldplättchen. Okay. Goldplättchen. Lässt sich sicher verkaufen. 10.000. Okay. Clean ein bisschen Geld gemacht. Da drüben ist ein Schrein. Schlüssel benutzen. Also diese Schreine sind einfach nur gratis Loot. Ja, eine Armreif. Okay. Ich will nur sicher gehen, dass es wach ist, das Ding, bevor ich schieße, weil sonst muss ich zweimal drauf schießen. Ich weiß, es hat mir gerade ins Gesicht geschlagen. Bin jetzt auch sicher, dass es wach war. So, und da, wo wir den Louis gerettet haben, ganz da tief drin. Ich weiß nicht, ob ich den hätte vorher aufheben können oder ob der jetzt erst nach... Ich wurde halt hier K.O. geschlagen, ne? Tagebuch eines alten Mannes. Vor 3 Jahren starb meine geliebte Tochter, nachdem sie ihren Sohn zur Welt gebracht hatte. Der Junge ist mittlerweile zu einem stattlichen Burschen herangewachsen und begleitet mich sogar auf die Jagd. Er hat viele Interessen und ist sehr neugierig. Man kann ihn keine Sekunde aus den Augen lassen. Wann immer wir in den Wald gehen, fragt er mich nach Geschichten. Besonders Don Quixote hat es ihm angetan. Er ist noch klein, aber für sein Alter äußerst gescheit und aufmerksam. Wäre er nicht an diesen Ort gefesselt, hätte er vielleicht in die Wissenschaft gehen können. Ich war leichtsinnig. Ich hätte schwören können, dass ich den Wolf direkt durch den Kopf geschossen habe, doch er sprang mich an. Ich habe es zurück zur Hütte geschafft, aber meine Wunde schwillt an und verfärbt sich. Ich kann es nicht ertragen, die besorgten Augen des Jungen zu sehen. Mein Körper bewegt sich ohne mein Zutun und in meinem Kopf höre ich Stimmen. Werde ich wahnsinnig? Ich darf nicht sterben und den Jungen zurücklassen. Ich bitte dich, Gott, beschütze ihn. Ist es der Vater von Louis? Ring mit rotem Edelstein. Okay, ich glaube, das konnte man jetzt echt erst später hier holen. Aber das klingt ja, als hätte der Vater auch den Virus gehabt. Ein Ring, mit dem man seine geschichtsreiche Vergangenheit förmlich ansieht, lässt sich sicher verkaufen. Jo, ein Ring, der richtig viel Vergangenheit und sowas hat, lässt sich verkaufen. Wie immer. Voll das Geldkapitel. Wartet's nur ab, bis meine Waffen alle auf einmal 3 Millionen Schaden gleich machen. Oder ich werde einfach an dem nächstbesten Gegner sterben, weil ich keine Heilung mehr habe, weil ich die immer verkaufe. Wartet's nur ab. So, wir haben alle Schätze hier in der Ecke aufgehoben. Die 2 Fische habe ich abgeschossen. Extra Moneten. Und zack. Dieser See macht mich einfach so reich. Der reichste Resident Evil Spieler, den es je gab. So, da ist der 2. Kopf drin. Den wir jetzt holen müssen. Ich gucke kurz einmal vorher zu den Hühnchen. Sekunde. Vielleicht noch ein Goldei? Maybe? Bisschen Cash? Ich singe für euch, Hühnchen. Legt mir Eier. Keine Hühnereier? Okay. Dann ab in die Höhle. Die sogar so ein Siegel da oben drauf hat mit den Händen. Perfekt. Hier kann es ja nur richtig sein. Fische. So viel Platz habe ich da aber, glaube ich, gerade nicht. Vielleicht ist hier eine Schreibmaschine. Dann kann ich da immerhin in die Richtung hoffen, dass ich da mein Zeug kurz mal lagern kann oder so, meine ganzen Fische. 3 Schlangen. Da war auch eine Leiter noch in der Ecke. Aber ich gucke erstmal die Ecke kurz fertig an. Hier ist nichts. Okay, 3 Schlangen. Dieser komische Apothekerstab. Und das halbe Fischding.
3 Schlangen. Zack. Ich habe irgendeinen Apothekerstab gesehen. Könnte das hier gewesen sein? Und das da? Das da? Okay, ich guck nochmal. Das ist der Bogen. Ja, aber gibt es da nicht zwei, die so aussehen? Gibt den hier und es gibt den hier. Genau, es gibt zwei Bögen. Wo ist die zweite Hälfte von dem Bogen? Ist es runtergefallen ins Wasser oder so? Gucken wir erstmal oben, was abgeht. Dieses Wellensymbol ist ja schon mal safe. Ach, hier ergänzt es sich. So extra die Kamera so macht. Okay. Der Bogen mit dem Halbkreis. Und die drei Symbole. Was hier? Keine Chance. Aber ich kann den Loot da runterschießen. So, die Wellen. Der Bogen mit dem Halbkreis. Und drei Symbole. Guten Tag, willkommen. Ich gehe erstmal ganz schnell nach oben und hole meinen Schatz. Bevor hier irgendwas passiert. Ein Rubin. Okay. Schön. Oder so. Dann haben wir hier eine Kiste. Dreimal Loot. Ein Küchenmesser sogar. Gewehrmunition. Das Spiel gönnt hier richtig. Jo, das letzte Stück vom Döner. Okay. Und wir nehmen den Kopf des Gotteslästerers. Blut. Den Schlüssel zur Kirche holen. Erstmal in die Wand reinrennen. Karte sagt, wir sind hier fertig. Ja. Sehr schön. Ja, dann gehe ich erstmal das Döner-Rätsel machen, glaube ich. Weil ich irgendwas ins Wasser springen gehört. Ja, ich bin eh zu schnell. Aber jetzt Gegner mit Booten im Sick. Die würde ich bekämpfen. Ich glaube, auf dem See selber haben wir alles, was wir wollten. Ja. Dann parken wir mal hier erstmal. Kann ich eigentlich damit auch die Fische jagen? Oh mein Gott, ja. Hier passt doch nie im Leben in mein Inventar. Ich habe schon 10 Fische aufgehoben. Cool. Tada! Hier gibt es ja bestimmt noch mehr Fische dann zum Angeln. Ich kann ja unendlich reich werden. So, hier ist der Döner-Teller-Rätselraum. Bitteschön, einen weiteren Döner. Okay, wir müssen die einfach immer wieder drehen und dann kriegen wir irgendwann ein Ergebnis raus. Das ist cool. Gefällt mir die Aufgabe. Den wollte ich gar nicht drehen. Ich will oben rechts drehen. Ach, ich darf nur diese drei Muster so drehen. Ja. Okay. Dann, das ist nochmal eine andere Sache. Dann drehe ich hier ein bisschen weiter. Ich weiß auf jeden Fall, was ich tue. Eigentlich können wir echt nach Plan gehen. Wir brauchen alle blauen Teile unten. So. Okay, das hat auf einmal Sinn ergeben. Dann, wir brauchen alle roten. Das brauchen wir oben rechts. Das hier. Ja. Jetzt muss ich das hier einmal drehen. Dann kann ich das hier nochmal weiter drehen. Dann kann ich das hier nochmal zweimal drehen. Und jetzt müssen wir das nur so ein bisschen hin und her schieben. So, der ist schon mal richtig. Dann drehe ich den zweimal. Der müsste daran. Richtig. Zack. Guck mal, oben sieht schon mal auch gut aus. Den hier brauche ich auf der rechten Seite. Und den, das brauche ich in der Mitte. Okay. Ich habe irgendwie versucht, das zu lösen und ich habe es irgendwie gelöst. Götze. Okay,
Hallo Götze. Unheimliche Statue aus reinem Gold lässt sich sicher verkaufen. Keine Edelsteine? Götze. Süßer Hundi. Ich habe immer Angst, dass es irgendwie so beim Untersuchen was gibt, was ich sehen sollte, wo ich dann nochmal reich werde durch oder so. Okay, dann haben wir das auch fertig. So, kurz nochmal See checken. Alles geplündert, alles geplündert, alles geplündert, alles geplündert. Dann auf zur markierten Höhle und holen wir uns den Schlüssel zur Kirche. Das ging ja richtig flott. Hat sich erst so langsam angefühlt. Noch einmal kurz zum Händler und leer mein Inventar. Ist ja schon sehr voll. Hallo, Herr Händler. Willkommen. Erzähl mir wieder deine 400 verschiedenen Sachen. Ich will unbedingt alles hören. Ich tue jetzt nicht einfach nur alles verkaufen und gehe dann so schnell ich kann. Bringt dir dein ganzes. Oh, 45.000. Wir haben noch das alles. Wir sind so reich. Wir sind aber die reichsten Resident Evil Spieler immer noch. Wieder. Erneut. Hier, meine Fische kriegst du auch. Wir bringen so viel Cash. Ich hab nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Kofferweiterung? Ja, klar. Warum beachtliche Größe? Aber Größe ist ja bekanntlich nicht alles, nicht wahr? So, tunen. Messerhaltbarkeit pushen? Was habe ich denn sonst zur Wahl? Bedürfnissen anzupassen. Oh. Damage beim Bolzenwerfer ist halt schon cool. Ich hätte gerne Präzision beim Bolzenwerfer, weil der einfach sonst wohin schießt. Das gibt's aber noch nicht. Wir machen das Messer mal haltbarer. Probier mal, wie sich das anfühlt. Jemand wie du sollte den Unterschied sofort bemerken. Und dann machen wir noch Angriffskraft auf unseren Bolzenwerfer. Für diese haben wir jetzt bei allem Arbeit Angriffskraft voll? Fremder. Bei der Shotgun noch nicht, okay. Auf die Details kommt's an. Wirst schon sehen. Und beim Messer halt nicht, aber Messer, lol. Ich habe noch nie jemanden mehr reden hören als diesen Menschen. Stirb mir da draußen nicht weg. Bitte, ich hoffe, du verlierst deine Zunge. Spiel speichern? Ja. Ich find's schön, dass du mein Lieblings-NPC der nervigste NPC wurde, den ich je getroffen habe. Warum ist der so glücklich? Warum redet der so viel? Der andere ist einfach nur... What are you buying? What are you selling? Weißt du? Haha, ja, damals beim Schnitzelabend in der Stammberge. Oh, ich sag's dir, mein Lieber, daran erinnert mich das Schmuckstück, welches du gerade hier auf meinen Tisch gelegt hast. Wie, du willst gerade überlegen, was du mit deinem Inventar und Geld machst? Ja, lass dich dabei doch überhaupt nicht von mir stören. Ich würde nicht mal daran denken, dich zu unterbrechen in deinen Gedanken. Wusstest du übrigens, dass ich zwei verschiedene Sockenfarben heute anhab? Ich weiß, ich bin so verrückt. Sagt mir meine Frau auch immer. So fühle ich mich, wenn ich da stehe. Warum redet der so viel? Ist das ein großer Fisch? Ich habe Nessie gefangen. Hallo? Riesenbarsch. Jo, was ein Schonker. Ein seltener Barsch von über 45 cm Länge. Kann zu einem guten Preis verkauft oder zur Wiederherstellung einer großen Menge Gesundheit verzehrt werden. Nö. Ich angel mal kurz noch ein bisschen, ne? Wir können gleich ein Restaurant aufmachen, wenn ich hier fertig bin. Willkommen. Verkaufen. Was kann ich für Riesenbarsch, dich 5000, ist schon meine Quest sogar, okay. Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Fünf Unterschied. Kleine Barsche. Aber wir entscheiden, ein Hühnerei habe ich noch gefunden. Und das war's erstmal. Jupp. Perfekt. Du bist eben ein echter Profi. Und dafür eine vergrößern wir das Magazin der Sniper. Waffe kompensiert mangelndes Können. Oder das Magazin von der, glaube ich. Vom Bolzenwerfer. Auf geht's, Bolzi. Probier mal, wie sich das anfühlt. Jemand wie du sollte den Unterschied sofort bemerken. Ich habe eine Quest gemacht, die ich noch nicht mal hatte. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Will ich irgendwas davon? Kräuter. Feine Sache. Töten. Das wäre für die Sniper eigentlich echt gutes Visier. Aber irgendwie brauche ich nicht ein besseres Visier. Die Sniper trifft halt eh. Ich hoffe, weil das gelbe Kraut. Hey, gute Entscheidung. Ich weiß, ich sage das oft, aber ich meine es ernst. Na dann, komm jederzeit wieder. Mach ich. Vielleicht, ich überleg's mir. Speichern. Sehr schön. Inventar, keine Fische mehr drin. Keine Fische mehr frei. Oh, guck mal, wir haben eine ganze Reihe mehr bekommen. Kann ich das Messer da unten hinsortieren? Ich halt gar keine Heilung mehr habe, ne? Eine Heilung kostet 10.000, ich kauf die nicht. Werden einfach besser. So, wir dürfen weiterspielen. Ich weiß, verrückt. Zack. So,
Sind wir hier richtig überhaupt? Nö. Hier müssten wir ja jetzt richtig sein. Genau, da ist die Höhle mit Malereien und da können wir das abgeben, was wir alles gerade so fleißig gesammelt haben. Bin sehr gespannt. Na gut, wir kriegen einfach am Ende das Siegel und dann können wir damit halt jetzt zurückgehen. Ich bin sehr gespannt. So, hallo, Riesenhände. Ich habe für dich zwei Köpfe. Einmal den da. Was der? Gefällt dir, okay. Und einmal den da. Bitteschön. Ich hoffe, der gefällt auch. Die Kircheninsignie. Um Goroperlos! Nein? Condor One an Basis. Hab den Schlüssel für die Kirche. Verstanden. Dann schnell zu Baby Eagle. Ja, reden wir später. Ich mach mich auf. Condor One Ende. Boah, keine Gegner. Okay. Wir haben den Schlüssel. Nichts kann schief laufen. So, dann müssen wir wieder dahin, wo der Händler ist. Perfekt geparkt. Und diesmal an ihm vorbeigehen. Und nicht mit ihm wieder schnacken und tratschen. So gerne wir das auch tun. Aber einmal müssen wir einfach nur an dir vorbei. Warum tust du denn nicht was Gutes? Ja, das Gute für mich ist einfach, hier wegzugehen. Dankeschön. So. Und jetzt müssen wir nur noch durch den Steinbruch zurückgehen und dann sind wir bei der Kirche. Perfekt. Gut, dass wir hier keine lauten, ominösen Geräusche gehört haben, die uns Angst machen könnten. Ich benutze im Moment Schlüssel, um dieses Ding zu öffnen. Und bekomme da eine Schmetterlingslampe. Mit Kerben. Kurz mal gucken. Das ist ein Drei-Edelstein-Ding. Außer beim letzten ist immer dieselbe Farbe einsetzen besser. Und es lohnt sich nicht mal unbedingt, nur rote einzusetzen. Ne, warte, 5 gleichfarbige Edelsteine. Okay, ja, das ist ja egal. Weil der lilane ist ja zum Beispiel mehr wert. Wenn ich 5-mal den lilanen einsetze, ist ja richtig Cash dann. So. Wir sind hier. Da atmet immer noch etwas sehr laut. Ich guck nur. Ich tue mir gerade was sehr Ekliges an. Naja, ich habe gespeichert, ne? Habe ich irgendwas zum Essen? Eine Granate oder so? Nein? Okay, auf geht's! Oh, shit. Shit. Er sagt selber. Cool. Lodi Halas Plagas. Ey, Gigante! Verdammt, bist du ein großer Junge! Wie bist du fein? Ja! Bitte nicht auf mich hauen! Wo wolltest du da auf dem Rücken? Oh, ich hab getroffen! Geil! Den haben wir gerettet! Hey, das ist doch der Hund! Oh, ich wollte Nahkampf drücken, aber danke, Huni. Huni, lenk ihn ab! Nein! Gottes Willen! Nicht auf Huni stampfen! Du großer Dickkopf! Richtig drauf gesniped. So, jetzt gehen wir einmal drauf. Hätten noch einmal snipen sollen. Aber jetzt müssen wir ja bereit. Zack, zack, zack. Messern das Ding ein bisschen. Dann kriegt er eine Granate unter sich. Und Pony beißt in seinen Fuß. Pony, nein, pass auf. Okay. Pony, chill. Okay. Der Junge ist mad. Gehen wir ein paar Meter weg.
glaube, er will das Haus werfen. Oh mein Gott. Er hat das Haus nicht getroffen. Kippst du wieder um? Ja. Noch ein Sniper-Schuss rein. Let's go. Gute Nacht. Mein Kleiner. Ja, bist du fein? Beinahe wäre ich als Brief. Zur Kirche gehen. Will bei dir mal. Okay. Jetzt aber zur Kirche. Hundi? Alles gut mit dem Hundi? Ich hoffe es. Ich höre einen Pizza. Oh, hier sind noch überall Munition. Und Heilung. Ich mach den lieber flawless, den Jungen. Ich glaube, der Hundi wartet da im Durchgang. Und der hat die Hütte zerstört. Also ist da auch nochmal Heilung und sowas drin, ne? Oh mein Gott, ja, so viele Ressourcen. 25 Pistolenmunition. Oh, und nochmal Heilung. Oh, ein Küchenmesser. Ja, wir haben 50 Pistolenmuni. Oh. Einmal eine Heilung Deluxe benutzen. Und einmal eine Doppelgrün. So, jetzt haben wir noch eine Heilung dabei. Schön. Richtig easy. Können wir in sein Haus gucken? Ja. Cool. Das ist neu. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass man in sein Haus gucken konnte. Hier hat ein Kristall. Hat er ein Tagebuch? Seine Zähne kommen gerade erst durch und doch schiebt sich alles in seiner Nähe in den Mund. Alles in seiner Nähe im Mund. Es kann doch nicht mal laufen, aber hat er meinen Hund im Ganzen verschlungen. Es überragt mich bereits, doch es wächst weiter. Das Gemeindehaus wird ihm zu klein. 10 Monate. Selbst nachdem es in den Steinbruch gebracht habe, wächst es noch. Mittlerweile verschlingt es eine Kuh in nur 3 Tagen. 13 Monate. Es kann mit unserer größten Axt herumwedeln wie mit einem Zweig. Und heute hat es beinahe einen der Männer aus dem Dorf verschlungen. Es bekommt nicht genügend Futter. 17 Monate. Es sind nur noch wenig Kühe übrig. Wenn es so weitergeht, verhungert das ganze Dorf. Wir haben bei der Burg um Hilfe gebeten und sie haben die Kreatur mit einem Zauberspruch im Schlaf versetzt. Hoffentlich wacht sie so schnell nicht wieder auf. Ach, deswegen ist der jetzt so ausgerastet. Der war einfach richtig hungrig, der Junge. Der hat einfach gepennt mit einem Zauber. Ich weiß nicht, ob Zauber Kanon jetzt hier sind in Resident Evil, aber okay. Der hatte einfach nur Hunger. Ich meine, jetzt hat er einen Stock im Mund. Nein. Ich weiß, es verbraucht meine Haltbarkeit vom Messer, aber ich musste ein paar Mal reinpieksen. Klang zu lustig. Ja, nice. Wuff, wuff. Klingt so, als wäre er da irgendwo. Irgendwie habe ich was an den Ohren. Bist du hier? Mein Kleiner? Ich will mich bedanken. Ach, da oben. Hier fein. Ja. Pet, pet. Ja, wusste das, wenn man den hilft, dass der beim Boss kommt. Das gab es damals schon. Ich glaube, war ein bisschen anders mit der Falle und dem Helfen und so, aber im Prinzip ähnlich. Sehr schön. Und das war El Gigante, wenn ich es nicht gesagt habe. Ich glaube schon, maybe, weiß ich nicht. Aber auch ein richtig cooler Boss, den ich komplett fertig gemacht habe mit meinen insane Sniper-Skills natürlich. Aber an sich ein richtig cooler Boss. Wir spielen ja auf Schwierigkeitsgrad Veteran. Es gibt noch Schwierigkeitsgrad Profi. Und ich glaube sogar noch eins drüber oder so. Also keine Ahnung, ein, zwei noch drüber. Aber die schaltet man immer erst durchspielen frei. Also wenn wir Veteran schaffen, schalten wir Profi frei und so. Sonst hätte ich ja vielleicht was Höheres genommen. Ich meine, ist ja irgendwo cool, wenn alles so gefährlich ist, ne? Es ist echt dunkel. Aber hier gibt es auch entsprechend gar nichts mehr. Also gehen wir weiter. So. Wir sind zurück von Lago. Oh mein Gott. Das habe ich nicht im Leben gebraucht. Das ist mein Tunnel. Und wenn da so ein Wolf reinkommt, dann kriegt der einen Schuss ab. Ich habe den Wolf scheinbar überredet, dass er mich in Ruhe lässt. Okay. Ich meine, hier ist ja auch ein Speicherort. Oder? Ja. Einfach außen rumgegangen. Ja, dann verspeichere ich mal hier drüber. Ja. So, dann habe ich diesen Checkpoint hier, Bosskampf Nummer 28. Kann ich gegen El Gigante mit meinem Messer nochmal kämpfen oder so. Da ist auch eine Schublade, die einen Schlüssel braucht, habe ich nicht. Ha!
ja fein. Ja fein. Bestie. Ist es derselbe? Ja. Ich weiß nicht, ob der eine Schwachstelle auf dem Rücken hat oder so, aber den haben wir jetzt erstmal beseitigt. Oh, ist hier das coole Rätsel, wo ich jetzt drei Lichtfarben übereinander legen muss? Das mochte ich nämlich eigentlich ganz gerne. Hier ist ein anderer Grabstein. Ja, gehen wir rein. Codename Baby Eagle. Eagle wird ausgeführt. Bisschen gespinnt. Und wir dürfen rein. I'm in. Yo! Ich glaube ja. Ashley Graham? Ich will dir helfen. Ashley? Ich dachte, wir suchen Baby Eagle. Okay. Hat er den Namen mal gedroppt. Maschinenpistolenmunition in der Kirche nach Ashley suchen. Wird gemacht. Nachdem ich diese blaue Scheibe aufgehoben habe. Oh mein Gott, das ist dasselbe dumme Rätsel. Ja. Früher musste man eigentlich draußen auch noch so ein Rätsel lösen, wo man so Symbole übereinander legen muss, um in die Kirche reinzukommen. Aber ich kann damit arbeiten. Okay, da ist noch zu. Capisch. Da ist nur ein Pult. Hier ist noch ein kleiner Schlüssel. Können wir nochmal so ein Ding hacken. Hier ist ein Hebel. Das Licht geht aus. Und eine Platte fehlt. Oh, das hat man früher aus dem zweiten Stock gemacht, glaube ich. Anstatt hier unten. Oh gut, blaue Platte. Auswählen. Und drehen, drehen, drehen. Drehen, 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 drehen. Okay, wir müssen das so drehen, dass das alles ausfüllt. Ich muss nur mal gerade gucken, wo ist eine Zacke, die in das blaue Feld hier reinpiekst. So, das ist perfekt. Ich weiß nicht, ob ihr dieselbe Spitze geguckt habt wie ich, aber ich gucke aber nur, dass diese Zacken von dem gelben Muster sich mit irgendwas überlappen. Wie zum Beispiel hier, grün oben die Spitze. Seht ihr? Und jetzt drehe ich das Falsche nochmal. Einfach, weil ich mir extra Zeit nehmen will. So, jetzt spinnen wir das Rote, bis es passt und dann haben wir eh gewonnen. Haha! Das sieht sehr viel schöner aus als damals. Das waren halt, ui, bunte Farben. Ich werde auch gläubig. Besonders, wenn du mir 5 Bolzen hinlegst. Das hat er gehört. Okay, wir haben 10 Bolzen und 1 Bolzen. Wir müssen einen Bolzen verlieren. Bolzen Gun Main. Mein Gott, was ist denn das Bereitmachen von der dauert schon 5 Minuten? Okay. Okay, dann gehen wir mal hoch. Hier müsste ja auch die Schatzkiste sein, auf dem Turm in der Nähe. Ashley, bist du hier? Cool. Wir können Kisten kostenlos zerschießen. Da ist eine Tür. Das führt in den Schatzraum. Da müssen wir F drücken. Ich habe so Angst, Ashley aus Versehen zu finden. Das sieht mir aus wie eine Falle. Okay, gucken wir hier einfach rein. Verdammt. Ashley? Ashley Graham, bist du hier? Lass mich gehen. Hör zu. Beruhig dich. Ich bin Leon. Ich bin auf Befehl des Präsidenten. Na toll. Leon, help! Hey, ist gefährlich draußen. Du musst mir zuhören. Was ist das? Da drüben? Schon wieder Bingo-Abend. Ergreift sie. Die Schäflern entkommen. Bringt ihren Seelen Erlösung. Wie Kapitel beendet? Ich will da noch looten. Oh mein Gott. Ich muss jetzt die Folge beenden und da liegt aber noch Loot rum. Baby Eagle.
Okay, speichern wir einmal. Ich glaube, wir können am Anfang wieder einfach jetzt anfangen zu speichern. Zum See gehen, das schaffe ich nochmal in einem neuen Spielstand. Kapitel 5 beginnt beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit Folge 4. Wir sind richtige Leute. Wir haben viele Sachen gesammelt. Wir haben die Tochter des Präsidenten gefunden und sind zumindest bei ihr. Aber jetzt kommt eine Horde Untoter, die uns angreifen möchte. Und wie wir aus der Situation entkommen, sehen wir natürlich beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß, habe ich schon gesagt. Bis dann, euer Zimbelmann.